Wir schließen den dritten Bundesligaspieltag ab mit der Partie Hertha BSC gegen Schalke 04. Drei Mannschaften, beziehungsweise sechs Mannschaften, drei Begegnungen konntet ihr in den vergangenen beiden Tagen schon erleben. Am Freitag Köln gegen Freiburg und am Samstag Frankfurt gegen Leverkusen sowie Gladbach gegen Werder Bremen. Und dabei habe ich eine kuriose Serie aufgestellt. Es waren drei sehr kampfbetonte Spiele. Mal abwarten, wie das hier jetzt wird. Mucke auf jeden Fall ist, glaube ich, schon ein bisschen wütend und sauer, dass er die Chancen bisher liegen gelassen hat an dem Wochenende. Ich bin total angefressen, das kann nicht sein. So viele Chancen und einige Fehler, die du gemacht hast in der ganzen Zeit. Und ich bin einfach zu dumm, das Ding dann umzusetzen. Oh, ja, ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ja. So, Hertha BSC heute gegen Schalke. Ja. Hertha BSC will natürlich die nächsten drei Punkte holen und der ärgste Verfolger von Bayern München bleiben. Das stimmt. Na, Dortmund ja gegen Leipzig letzte Woche gepatzt hat. Hertha! Oh, nee, das war schwach. Schlechter Schuss. Ja. Dortmund hat ja gepatzt letzte Woche. Im zweiten Spieltag gegen Leipzig. Und ja, 1-0 verloren. Ja, genau. Und da ist dann jetzt Hertha BSC erstmal oben. Und willst du dich schon wieder alle umbringen? Nö. Ich doch nicht. Ey, also was das angeht, du hast an diesem Wochenende ganz viele verletzt. Ich glaube drei Stück, ne? Insgesamt, ja, in allen Partien. Da führst du auf jeden Fall die Wertung an. Scheiße. Super gemacht. Schalke jetzt. Oh. Den habe ich ausgehebelt. Ach, nimm doch den Fuß da rein. Da gibt's eine gelbe Karte. Ist das ärgerlich heute. Und Leute, ihr dürft natürlich auch nicht das Tippspiel vergessen. Ja. Ne, schön Pause drücken und für das FIFA-Match ein F davor mit dem Ergebnis, was ihr denkt. Und für das reale Spiel ein R davor. Genau. Und alle Leute, die tippen, werden natürlich erwähnt beim nächsten Spieltag. Und dann küren wir den nächsten Tippkönig. Richtig, so sieht's aus. Es lohnt sich also. Und wir sind ja immer gespannt, wem ihr hier den Sieg mehr zutraut. Insbesondere, wenn ich so eine kleine Serie jetzt eben habe. Mal abwarten, ob ihr sagt, oh nee, eine Serie hält auch nicht ewig. Oder ach nee, Mucke nutzt die nächste Chance eh nicht. Wer das denkt, den blockiere ich. Oh. Alter, also da würde ich auch schon wieder. Komm, rot. Also ich hoffe keine rote Karte. Das wäre noch früh, das wäre blöd. Ah, es gibt Geld. Aber guter man Start muss, für BSC. Ja, man muss sagen, nach 20 Minuten, es ist schon wieder so ein Mittelfeldduell bisher. Ja, das spielt sich viel von uns ab. Ja. Jetzt. Und es ist auch jedes Mal fallen diese 1-0 Tore, fallen ja meistens nur. Oh! Genau nach sowas. Durch die eine Lücke. Geil. Schöner Treffer. Der hat aber super gepasst. Das war jetzt überhaupt nicht zu erwarten. Ja, Schalke ärgert sich da. Jetzt hier nochmal. Eigentlich war der Ball weg. Und dann haben wir ihn auf einmal wieder und dann BAM! Er war sogar haltbar, würde ich sagen. Ja, war er auch. Das ist natürlich bitter. Jetzt Schalke. Da muss mehr kommen. Jetzt sind die Schalker Jungs hier gefragt. Und sie versuchen gleich zu antworten, aber das weiß man nichts. Komm. Ja. Ja, ihr kommt viel zu leicht am Ball hier. Das geht nicht. Weiter. Gleich. Ah, das war ein bisschen ärgerlich. Ist ja ungenau. Oh. Hertha, schön behauptet. Nochmal. Ja, super Flanke. Ah. War natürlich schwer. Halleluja. Halbe Stunde. Die Führung geht in Ordnung bisher. Hertha mit einem kleinen Plus. Hat mehr vom Spiel. Ach, das ist doch heute nicht wahr.
Und da schon wieder Hertha. Das war, glaube ich, kein Abseits. Mal schauen. Oh, richtig stark gehalten. Hut ab. Das war wichtig. Schalke hier noch einigermaßen im Spiel zu halten. Und da schon wieder eine super Parade. Es gibt Freistoß. Habe ich dich wohl umgehauen noch. Ja, echt. Warum haust du mir auch jedes Mal eine rein deswegen? Also ehrlich. Hä? Oh, das war kacke. Das sollte der Ball auch gar nicht hin. Doch, das war genauso geplant. Ich habe dich so unter Druck gesetzt. Es läuft einfach nicht. Ah. Weiter. Oh, ich glaube, das wird die dritte gelbe Karte geben. Also da punkte ich jetzt aber gewaltig, ja. Oh ja. Mist. Oh. Ach komm. Jetzt gibt's auch für dich einen Kasten. Mucke will hinterherziehen. Also für mich war das nichts. Nee, hätte ich jetzt auch nicht gegeben. Ja! Oh! Ich glaube, ich war noch dran. Oh, schade. Oh, es gibt noch nachträglich Gelb. Für dich, Draxler. Ja, 3-5. Also bei den Karten ist es immerhin spannend. Ja. Die Pässe sind auch heute echt zu kurz. Der ist zu lang. Bei dir zu lang, bei mir zu... Hau ab. Geh. Och, Kalu. Oh, super Parade. Also Hertha hat das Spiel unter Kontrolle. Die Eckfahne schwenkt da schon aus. Jetzt und... Oh, abgefälscht. Nächste Ecke. Oh, meine Hände schwitzen. Ein gutes Zeichen. Es sieht nach einem baldigen 2-0 aus. Meine Hände schwitzen. 5 Minuten gibt's oben drauf. Hilft das Schalke vielleicht? Bei den ganzen Karten? Ja. Komm mal, Aogo. Aogo. Oh, haben wir über außen noch überholt. Das kann eigentlich nicht sein. Das heißt direkt hier Fitnesstraining. Ja. Aber es geht gar nicht. Ah, kacke. Schade. 1-0 zur Pause. Vorlaufen. Kein einziger Schuss. Das erinnert mich an das erste Match an diesem dritten Spieltag. Diesmal trifft es Mucke. Ja, hier hat er 10 Schüsse, 6 aufs Tor. Es ist wirklich ärgerlich, dass man nur einen davon verwandelt hat. 2 Kämpfe und Faust wirklich vorne. 3-2 gelbe Karten, meine Güte. 3-0 Ecken. Schussgenauigkeit, okay. Passgenauigkeit, 80%. Also von Schalke muss im Prinzip eine 180-Grad-Wendung erfolgen. Aber sowas von. Und das werde ich jetzt auch irgendwie durchziehen. Es ist mir scheißegal wie. Mann, nur 1-0. Ich hoffe, das wird nicht noch bestraft. War bei mir ja zuletzt eigentlich auch so. Unter der Woche besonders Champions League, Europa League. Insbesondere Champions League, dass ich die Chancen nicht genutzt habe. Oh, Leverkusen beispielsweise, da habe ich mich richtig geärgert. An diesem Wochenende bisher Mucke derjenige, der das Tor irgendwie nicht treffen mag. Und jetzt Draxler, der hatte Gelb, der geht nur noch raus. Ja, der hat Schluss für heute. Er hat mir jetzt in der ersten Halbzeit nicht nur, weil er Gelb hatte, nicht gefallen. Er war generell heute nicht so wirklich da. Ja. Jetzt kommt Leroy Sané und mal gucken, ob er Schwung in die Bude bringen kann. Nein. Schön. Ach. Ach, shit. Wow, wäre die Grätsche in die richtige Richtung geflogen? Ja. Oh, jetzt kriegst du überall vorbei. Na, geht doch. Es gibt eine Ecke. Ich glaube, erste Ecke für Schalke und vielleicht erste Aktion hier. Na? Ja. Hä, wo war denn der Ball? Sehr gut. Komm. Ups. Ich hatte den Ball schon, aber ich hatte keinen Bock mehr auf den. Ah, und da wollte ich spielen. Einen Schritt zu spät.
Oh. 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 Oh, ich dachte, da wird gepfiffen. Ich hab's jetzt ehrlich gesagt auch gedacht. Aber solange er nichts zu pfeifen hat, vielleicht vergisst er ja die gelbe Karte nachträglich. So, aber jetzt kommt Schalke ein bisschen besser rein. Ja. Das musst du pfeifen, Junge. Gut. Komm. Jetzt gelb. Marvin Plattenhardt. Au, gefährlich vors Tor. Das war nicht schlecht. Aufpassen. Ah. Der Schalke ist auf jeden Fall besser. Schalke kommt. Ich reagiere entsprechend mal sofort. Und was machen wir noch? Mal überlegen hier. Okay. Okay. Naja, komm, hör auf zu jubeln. Kein Zeitspiel hier. Verpinkel dich vom Feld. Schalke wechselt auch nochmal. Ja. Aogo geht raus. Er hat mir zwar sehr gut gefallen, aber ich möchte nicht noch einen Mann verlieren. Hm. Komm. Ah, oh, schade. Ach, da sollte der noch gar nicht hin. Ja, weiter. Nochmal. Ja. Ach. Jetzt. Sané am Ball. Also jetzt verliert Hertha so ein bisschen das Zepter. Schalke mehr Ballbesitz und hat immer mehr Chancen hier. Ja, und schon wieder Ballverlust. Scheiße. Oh fuck, das kann auch eine Rote geben. Ja, aber das hätte er auch laufen lassen können. Aber ich glaube, er gibt Rot. Ja, scheiße. Ja, direkt Rot. Ich notiere 67. Minute, Tom unter Druck, zieht die Notbremse. Ja, hör auf, da brauchst du dich gar nicht beschweren. Rot ist Rot. Oh Mann, oh Mann. Drüber. War gar nicht so ungefährlich. Ja. Und mal gucken, wie das jetzt sich hier entwickelt. Hertha in Unterzahl. Und hatte jetzt schon im zweiten Durchgang generell Probleme. Und die könnte natürlich noch mehr werden. Ja. Schalke muss eh mehr investieren und kriegt jetzt auch noch mehr Platz, mehr Räume in der Offensive. Aber sie kommen gar nicht raus. Aber das war... Riesenbock. Oh, fuck. Hertha nutzt erneut diese Möglichkeit nicht. Das war schön. Ja. Und das war schlecht. Och, da springt der Ball. Bam. Jei. Mal wieder eine Ecke. Für die Gastgeber, die kommt gut. Ja, und die ist drin. Und die ist drin. Ganz wichtig. Schalke war jetzt am Drücker, aber wir machen das 2:0. Ja, komm, jubelt woanders. Geht nach Hause, jubelt im Bus oder so. Komm, haut ab. Keine Zeit für so einen Scheiß. Also, die Serie ist damit auch gerissen, was die 1:0-Siege angeht. Ja. Aber das ist ja nicht schlimm. Torwart, sehr gut. Passt da auf. Ja. 10 Minuten hier noch. Da kann noch was gehen. Für Hertha. Ach. Weiter. Ah, Mist. Ja! Man, das kann doch nicht wahr sein hier. Abseits. Vorteil. Ach, das passt doch nicht dahin. Ey, der macht auch heute nicht das, was er soll.
Ach, ich hab den Ball. Mucke, heute sehr verwirrt. Ach, das war natürlich blöd. Hey, zu denen jetzt nicht gehalten, hätte ich dich erschlagen, ey. Also so viele Fehlpässe heute. Ach, das war auch schwach. Aber es kostet alles Zeit. Hertha führt 2:0. Und es sieht momentan nicht danach aus, als wenn Schalke hier irgendwie nochmal gefährlich werden würde. Oh, ja doch, sie werden gefährlich, okay. Gelbe Karte. Ich habe jetzt ehrlich gesagt mit Rot gerechnet. Ja. Weil ich schon ordentlich die Beine weggezogen habe. Oh, fuck. Der ging aber daneben. Ja. 4 Minuten gibt es oben rauf. Macht mal 40 draus. Ach, wo rennt der denn hin? Was macht der da? Er kämpft jetzt noch. Oh, jetzt Schalke. Mit Wut. Latte. Mein Gott, ne. Nein. Das gibt es nicht. Abseits. Das gibt's nicht. Mit Wut an die Latte. Unter Latte, muss man ja sogar sagen. Unter Latte raus. Hallo, rennt doch mal irgendeiner dahin. Sehr statisches Fußballspiel hier. Oh, und jetzt gibt's... Also Karten haben wir viele gesammelt. An diesem Wochenende muss man's... Oh, und jetzt gibt's nochmal Rot. Direkt Rot. Nur leider viel zu spät. Ja, jetzt doppelte hab ich Unterzahl. Platz. Ja. Oh, das war ein bisschen flach. Ja, ja, ja. 2:0. Hertha gewinnt. Hab ich ein Tor geschossen? Meine Fresse. Was für ein Wochenende. Schön niedergekrätscht. Wir achten nochmal auf die Werte. Die sind für den Arsch. Ist das ein Scheiß? Schüsse. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Viel mehr Chancen. Du aber mehr Ballbesitz. Ich mehr Zweikämpfe, mehr Fouls. Gelbe Karten 4:4, 8 Stück gab es. Ich außerdem 2-mal rot. Ecken 4:1, einmal was dumm abseits. Schussgenauigkeit, Passgenauigkeit bin ich besser. Also der Sieg geht vollkommen in Ordnung, muss man wirklich sagen. Für Mucke ein rabenschwarzes Wochenende. Definitiv. Oh ja. Das ganz schnell abhaken und dann, ja, schalte beim nächsten Mal wieder ein. Dann kommen auch für Mucke wieder andere Zeiten. Unter der Woche hat er es ja bewiesen in der Champions League, wie es geht, wie man mich fertig machen kann. Und ich glaube, das wird auch bald wieder hier demonstrieren. Verpasst das nicht. Ich freue mich auf euch. Mucke freut sich auch auf euch. Bis dann. Tschüss. Ciao.